Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Nächste Folge vom... What the fuck, man? Nächste Folge vom DLC. Und zwar haben wir jetzt die nächste Mission, der Sandmann. Trotz der Bedrohung durch die British Ost Indian Company sind die Assassinen entschlossen herauszufinden, wer ihren Freund Duleep Singh zum Schweigen bringen will. Mal gucken, wer das ist. Ich sprach mit Mr. Green und wir haben das geheime Hauptquartier der britischen Ostindien-Kompanie entdeckt. Sprechen Sie mit ihm. Er gibt Ihnen die weiteren Details. Es gibt hier eine Schießerei, in der sich Templer und Angehörige der BOK mehrfach getroffen haben. Mr. Green wartet dort auf Sie. Aber wir verstehen immer noch nicht, was diese Aktion sollte. Wir nicht, aber Mr. Green scheint zu glauben, dass in der Fabrik irgendetwas entwickelt wird. Jedenfalls wäre es ein guter Anfang. Viel Glück. Okay. Ja, aufhören jetzt hier mit Letter Monkey Style. So, alles klar. Ab zu Greeny. Zu Mr. Henry Green. Ist auch ein geiler Name irgendwie. Finde ich nicht schlecht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir jetzt schnellstmöglich darüber kommen, ohne das Wasser zu berühren. Jetzt ist eine übelste Challenge hier am Start. Okay. Challenge verloren. Rein ins Dreckwasser. Ja, Leute, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass dieser Blondie ist. Ich weiß es allerdings nicht. Werde ich sterben eigentlich? Kann man sterben, wenn die mich überfahren hier? Also logisch wäre es schon irgendwie so ein bisschen. Oder zumindest richtig hart weggedrängt werden. Aber man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass dieser Blondie-Fuzzi ist vom Anfang. Hey, hallo, was geht? Ach was, du warst schon immer von Anfang an der Bösewicht? Nein. Mal gucken, ob ich richtig liege oder nicht. Und was uns Henry zu berichten hat. Das ist auch mal interessant zu wissen, welch. Wenn wir es geschafft haben, sicher auf der anderen Seite anzukommen. Was denn? Was denn? Mann. Ja, den Arm durchgebrochen, so locker flockig nebenbei. Guck nicht so von der Seite. So, Henry, da sind wir doch. Da bist du ja. Du hast das Versteck der BOK gefunden? Sie haben eine verlassene Fabrik übernommen. Sie wird schwer bewacht und man munkelt, dass von dort aus etwas Wertvolles nach Übersee verschifft wird. Mein Bauch sagt mir, dass etwas Wertvolles nichts Gutes bedeutet. Das dachte ich auch. Wir müssen zerstören, was immer sie dort bewachen. Vielleicht erfahren wir so auch, was sie von Mr. Singh wollten. Also hier haben sie das Schlafgas aufbewahrt. Sie dürfen London nicht verlassen. Okay. So, Jungs. Ich habe keine Angst vor euch. Ich überlege gerade, soll ich einfach direkt reinstürmen? Ne? Soll ich erstmal so antäuschen, als wenn ich auf leise machen würde, aber ich mache eh nicht auf leise. Deswegen, Action Jackson ist back am Start. Aua, das tat weh. So. Oh, vielleicht ein bisschen weiter weg. Das wird also nach Indien geliefert? Nein. Wofür wollen die das denn? Ein Krieg? Ich muss sie zerstören. Alter, dieser Move, ich liebe diesen Move. Der ist natürlich auch richtig geil. Ich komm rüber. Boah, der ist auch nice hier. Zack.
Ey, was machst du? Ich wollte direkt schon reingehen. Das ist so, also... So easy, man muss sich das mal reinziehen, das sind alles Level 10er, Leute. Die können gar nichts. So, Kinder, ich werde euch befreien! Ist schon ein bisschen übel mit anzusehen, ey, die ganze Zeit hier. Kinderarbeit und alles. Bam! Oh no! Jungs, ihr habt eh keine Chance. Oh, was ist das? Alter, eine Blendgranate? Okay. Das sieht man jetzt auch nicht allzu oft. Schnell weg hier. Jungs, mich juckt es nicht. Ihr könnt noch mit 80 Mann mehr kommen. Ihr werdet mich nicht zerstören. Ist euch das einfach immer noch nicht bewusst, oder was? Ich glaube, die raffen es einfach nicht. So. Wow. Boah, das wäre geil gewesen, hätte er sich jetzt an dem Kabel entlang geschoben. Ich muss auch bei diesem Szenario gerade an einen richtig geilen Jackie Chan Film denken, und zwar Drunken Master. Falls das... Also Leute, ohne Scheiß. Wenn man sich für diese Art von Filmen interessiert, muss man diesen gesehen haben. Geht mal weg da, Kinder! Der kriegt gar nichts mit. Ja, wie gesagt, ey... Wer sich dafür interessiert, zieht euch Drunken Master rein. Da gibt es auch im Finale kämpft man in einer... Oder kämpfen die in so einer ähnlichen Umgebung, sag ich mal. Oh, ich hab doch 6 geschafft. Ich hab's jetzt nicht drauf angelegt, aber trotzdem 6 zu schaffen. Ja, genau. Hol doch bitte den Geschäftsführer. Ich dachte, der ist hier oben. Ich dachte, die ist oben. Ja, lass doch los einfach, Jacob. Egal, ob du stirbst. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh nee, echt jetzt? Sag nicht, das endet jetzt hier alles in so einer Verfolgungsmission. Oh Gott, nein. Oh Gott, das sind die schlimmsten Missionen in allen Assassin's Creed-Spielen. Ich guck mir das mal näher an. Zerstört? Wie? Irgendjemand treibt hier sein Unwesen. Ein Spion! Ich wette, es ist einer der Rooks. Ach, das sind bestimmt diese abtrünnigen Freunde von Singh. Wer hätte gedacht, dass ein Vogel im Käfig so viel Ärger machen kann? Sie sind erledigt, Ellsworth. Geben Sie auf. Ich wusste, dass Sie etwas damit zu tun haben. Schnappt ihn! Und ich wusste, dass du etwas damit zu tun hast. Ey, von 0 auf 40 km/h in 2 Sekunden.
Oh, scheiße. Jetzt habe ich aber richtig Angst hier. Jetzt habe ich aber richtig Angst hier. Habe ich schon gesagt, dass ich richtig Angst habe jetzt? Was erlauben Strunz? Wer hat nochmal gesagt, dass die älteren Assassin's Creed Spiele so krass leicht sind? Ist das nicht eine Gegnerin? Ja, warum kann ich die nicht... Hä? Warum ist die... Warum wird die als weiß markiert? Obwohl sie offensichtlich eine Gegnerin ist. Warum kann ich die nicht erdolchen? Ermeucheln. Töten. Aus dem Weg schaffen. Wer steckt dahinter? Was haben Sie herausgefunden? Euch wird nicht gefallen, was ich euch sagen muss, Eure Hoheit. Brinley Ellsworth steckt hinter den Angriffen. Ellsworth? Er verschwand, bevor ich Gelegenheit hatte, ihm zu folgen. Aber wir müssen ihn finden und der Sache ein Ende setzen, bevor Schlimmeres geschieht. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Okay, der Sandmann. Der Sandmann. Der Sandmann. Der finale Showdown. Verwirrt am Boden, zerstört und wütend, macht sich Dooley auf, um Brinley Ellsworth auf eigene Faust zu finden. Ja? Oh, gut, du bist hier. Seiner Hoheit ist heute Morgen wohl der Übermut zu Kopf gestiegen. Sie hatten recht, als ich sagte, das wäre unsere Chance. Hatte ich. Wir veranstalten einen Tumult und locken die Templer von der Ostindien-Kompanie aus der Reserve. Was wollt ihr tun? Euch in die Schusslinie stellen? Es ist eine Botschaft an Elsworth. Das alles ist erst vorbei, wenn wir ihn herauslocken können. Ich muss das einfach erledigen. Ich sorge für einen Tumult und Sie mischen sie ein bisschen auf. Nun, das sollte kein Problem sein. Ich habe gehört, ihr Templer seid ein Haufen Schwächlinge. Ja, ich muss mich wohl beeilen. Seht ihr das? Der ist jetzt schon wieder... oh, sorry. Hau ihn weg! Hau ihn drüber! Kommt schon! Boah, alter Schwede. Hey, guckt euch das mal an, ne? Ich mach so schnell wie möglich die Leute weg und trotzdem ist er fast verreckt. Der Bitte, Kollege. Verschont mich! Du musst Ellsworth eine Nachricht überbringen. Ich tu, was du sagst. Sag ihm, er soll mich heute Nacht am Friedhof von Lambeth treffen. Und er soll allein kommen. Boah, krasse Ansage von ihm. Someone's been killed! Oh, oh. Wir treffen uns am Friedhof von Lambeth. Der kommt nicht allein. Erst recht nicht, wenn ich darum bitte. Wenn ich darüber komme, wird es dir leid tun. Du wolltest uns entkommen, nicht wahr? Was? Ich? Ach ja, die gute Rauchbombe. Yes, was geht? Komm schon! Was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass ich ein Fisch bin? Bam! Jawohl! Okay. ich meine, wer hätte nicht Angst, wenn Dooley um die Ecke steppt? Mit seinem, was hat der eigentlich auf dem Kopf, Leute, ohne Scheiß. Also es kann ja irgendwas Traditionelles sein oder so.
Aber das sieht trotzdem aus, das sieht aus wie so, wie sagt man? Kennt ihr das? Fransen, genau, Fransen, so richtige Gardinenfransen oder sowas. Oder Teppichfransen, so sieht es aus. Aber gut. Und dann spricht er mit so einem Akzent. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann. Ja, alles klar, Mann. Wahrscheinlich hat er nur Schiss gehabt wegen Dulip. Dulip. Du bist zu lieb. Wie komme ich bloß immer auf diese heftigen Rhymes einfach so nebenbei, weißt du? Ich weiß es selber nicht, ehrlich gesagt. Die sind schon ziemlich sick. Es war wahrlich mal ein Tumult. Er ist verrückt geworden. Greenie hatte recht. Nicht verrückt, Jacob. Er nimmt Dinge in die Hand. Er will Gutes tun. Ach, vergiss es. Ich übernehme das ab hier. Klingt gut für mich. Ich hätte gerade sowieso Lust auf ein schönes Pint. Jacob erwartet. Bin jedoch froh, dass Sie gekommen sind. Er glaubt, ihr seid verrückt. Vermutlich hat er recht. Wie lautet der Plan? Ich bat Brinley, mich hier allein zu treffen. Aber natürlich hat er eine kleine Armee geschickt, um die Umgebung zu sichern. Beseitigen Sie sie und treffen Sie mich dann hier wieder. Wenn Brinley hier eintrifft, ist es wichtig, dass ich mit ihm alleine bin. Verstanden. Das ist,